story. Terrorists hijacked a train meant for today's festivities and crashed it into the Oscorp plant. The number of casualties is still unknown at present. Authorities suspect the attack was an assassination attempt conducted by members of Exodus, the terrorist organization that opposes peace with Risa Maxia. Und damit moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Exilia 2. Erstmal haben wir da gerade einiges bekommen. Und was ging denn da im letzten Part bitte ab? Wir haben unseren Bruder getroffen. Der hat sich verwandelt. Wir haben uns verwandelt. Also Luger hat sich verwandelt. Und er hat ihn getötet. Oder zumindest das, was von ihm Besitz ergriffen hat. Normalerweise bin ich ja nicht so der Freund von Verwandlungen und diesen ganzen Schnickschnack, aber das sah richtig episch aus beim letzten Mal. Und es hat auf jeden Fall irgendetwas mit diesen Ohren, mit diesen Uhren zu tun. Die Frage stellt sich jetzt allerdings gerade, wo sind wir? In irgendeiner Bar anscheinend. Und im Fernsehen läuft gerade die Nachricht von diesem terroristischen Akt von Exodus. Und wir sind hier mit der kleinen L und auch Rollo. Zum Glück ist Rollo nichts passiert. Glaubt mir, Leute, Rollo wird noch eine entscheidende Rolle in diesem Spiel tragen. Ja, und L schläft oder selbst ist bewusstlos, man weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall die Person, die wir anquatschen müssen. Ich möchte mir hier ihn oder sie. Ich glaube, es ist ein Er, oder? Oder doch eine Sie? Aber ich glaube, den hier, den kennen wir eventuell. Bist du? Nein. Okay, ich sag nicht den Gedanken, den ich hatte. Willkommen! Und mehr hast du nicht zu sagen. Und säuberst einfach eine halbe Stunde weiter das eine Glas. Ich glaube, noch mehr glänzen kann es nicht, mein Freund. Egal. Ich vermute mal, du hast uns gerettet? Fragezeichen? They're calling it an assassination attempt. Nasty business. Wo sind wir? Oder wer seid ihr? Ich denke, wir fragen erstmal, wer er ist. Well, to you, I'm the man who saved your lives. That's all you need to know, really. Dachte ich mir, aber warum? Und damit sind wir in Kapitel 2. Neue Freunde, neue Schulden. Mr. Rideau, how are Luger and L coming along? Oh, you're awake. Any aches or pains? The treatment worked without a hitch. For both of them, I might add. Wow, Spurious's medical agents really are tip-top. I'm flattered by the compliment, truly. But our medical spirits are simply superior to your spirit arts, that's all. Der Typ gefällt mir nicht. Jetzt schon nicht. Leia? No. No, don't worry. I'm fine. I'd better take this. Und endlich besitzen die Menschen Telefone. Warum nicht im ersten Teil? Alles gut, Kleines. Die Uhr gehört Julius. Alles in Ordnung? Keine Verletzungen? Das nehmen wir mal. I think I'm okay. Sorry to interrupt all the excitement, but the bill for your medical treatment comes to 15 million gold. What? Was? Oh, it might sound excessive, but can you really put a price on saving a life? But I don't have any money at all. With the proper work ethic and a bit of elbow grease, anyone can make money if they try, even you. Being a child is hardly a valid excuse. Whoa, don't tell me you're resorting to literal strong-arm tactics now.
Really, Luger, you'll need to behave better if you plan to fit in around here. Was ist er denn für ein Arsch? Excuse me, I'm looking for Mr. Rideau. Ah, perfect timing, Miss Nova. This woman works for Verland Bank. Luger, what are you doing here? Is this loan for you? Was für ein Kredit? Sie arbeitet für die Verland Bank. Das war der Typ, der vorhin im Zug bei ihr war. Also im letzten Part. Aber ich dachte, sie wäre draufgegangen, ehrlich gesagt. Ihr habt für mich einen Kredit beantragt? Ich bin froh, dass es dir gut geht, Nova. Na, sagen wir das mal. Sind wir freundlich zu ihr? Hm? What are you talking about? Ist das anscheinend alles gar nicht passiert? Ey, du Dreckiger. Los, Rollo, greif ihn an. Wir werden es ja abbezahlen, aber wirklich in Ordnung finde ich das trotzdem nicht. Du bist ja ein Arsch. Und von diesem Renault, wie man ihn auch immer ausspricht, der sieht schon so französisch aus. Ich mag es nicht. Von denen haben wir ja schon in Tricliff einiges gehört. Hast du noch was zu sagen? Tut mir leid, ich kann nicht um genauere Details bitten. So lauten die Regeln. Okay. Rollo, was sagst du dazu? Zisch! Ja, Rollo, greif ihn an! Und du sagst wahrscheinlich immer nur noch... Oh ne, hättet ihr gerne etwas zu trinken? Lasst mich wissen, falls ihr etwas braucht. Nee, lass mal. Hey, El, geht's dir gut? Ich muss hier noch nie Geld sparen. Okay, dann machen wir mal das, was er verlangt. Not to pressure you unduly, but have you reached your decision? Wirst du den Kreditvertrag unterzeichnen? Puh, ja, müssen wir ja wohl, oder? Moment, lass mich nachdenken, oder na gut, ich unterschreibe den Vertrag. Oder wollen wir erstmal nachdenken? Ja, wir denken erstmal nach. Ich wollte nachdenken, nicht nein sagen. After all, I'm sure this young lady can cover your considerable debt. Ja, wir übernehmen's ja schon. Ey, wenn das ihr jetzt irgendwie geschadet hat, du blöder Arsch, dann finde ich das nicht gut. Sorry, El, wir machen's schon. Not to pressure you unduly, but have you reached your decision? Ja, wir unterschreiben ihn ja jetzt schon. Mein Gott. Oder wir sagen, lass mich noch einen Moment nachdenken. Nein, dann unterschreib mir den Vertrag halt. You've made a wise decision. Are you sure? Sorry about that. The call ran long. Hey, what are you doing? Oh, he's just taking out a little loan to cover his medical obligations. This bill is huge. Did anyone tell you what'll happen if you sign that? Basically, you'll be tracked via GHS. They'll be monitoring your finances around the clock. You won't be able to buy a stick of gum without them knowing. A lot of debtors can't manage their money. Lots of them squander the cash they should be using to pay us back. Those deadbeats waste their money and their lives. But Luger here isn't a deadbeat, is he? That doesn't... Or maybe you're saying you'd like to cover his bill. That's not quite what I was... Besides, not to be gauche, but haven't you sunk every last gold into your spyrite research? Hold on, Luger. There's gotta be another way. Well, you could always try mooching off of a family member. A solidly employed older brother, for example. Alter, ich würde ihm am liebsten so eine geben. Hey. Aber uns bleibt keine Wahl. Pleasure doing business with you. I will transfer the amount of 20 million gold into Mr. Rideau's account. Hey, wait! Das war noch 15.000. I forgot to include your veterinary fees. My apologies for the oversight. Alter, klatsch ihm eine. Ach. See me if you ever need follow-up treatment.
I'll even give you the frequent patient discount. Ich gebe dir auch gleich meine kostenlose Behandlung, du Arschloch, ey. Luger, please don't look so glum. It's my job to help you pay off your loan. That means we're partners now. Naja, gibt wohl schlimmere Partner. Aber was ist das denn? Wir haben einen Vertrag erlangt. Aber was ist das denn für eine Methode? Stellt euch mal vor, das würde im Real Life auch so abgehen, dass Banken, wenn wir einen Kredit von denen uns nehmen, genau verfolgen können, was wir einkaufen und eventuell auch verkaufen. Das wäre ja... Wie soll man sagen? Das wäre höchst unprofessionell und das wäre ein Skandal. Das Wort habe ich gesucht. So, was ist jetzt unser Ziel? Verlasse die Bar und gehe nach Hause. Ja, wo sind wir eigentlich gerade? Wir sind im Duval. Land der Schatten. Klingt nicht unbedingt einladend. Da geht es zur Altersthöhenstraße. Okay, ich glaube, über diese Höhenstraße konnten wir auch zurück nach Triklev gelangen. Aber ihr wisst ja, was eine neue Stadt heißt. Neue Stadt, neue Leute, neue Erkundung. Hey. Und Jude scheint immer noch bei uns zu sein. Das ist ja schon mal etwas wert. Haben wir noch irgendwas Neues bekommen? Einen Vertrag. Ein Kreditvertrag über ein Darlehen in Höhe von 20.000 Gold. Holla. Die Waldfee. Was macht das Tomatenomelett? Erhalte 30% mehr Elementerz. Dauer für 3 Kämpfe. Okay. Aber anscheinend haben wir sonst hier noch nichts bekommen. Außer die beiden... Ja, wie hießen sie? Muss ich nochmal eben kurz nachschauen. Die beiden Extraktoren, genau. Ich weiß zwar immer noch nicht ganz genau, wie das mit den Alien-Kugeln funktioniert, aber da werde ich, habe ich schon vor 2 Parts gesagt, mich noch offscreen etwas schlauer machen. Und der Beiname Stadt der Schatten scheint der Stadt alle Ehre zu machen. Auch die Musik ist relativ düster. Und wir sollen nach Hause gehen auf jeden Fall. Okay. Was lungerst du hier rum? Aber anscheinend können wir hier nichts machen. Da hinten ist ein Hotel und auch ein paar Leute, mit denen wir zumindest reden können. Also zumindest scheint diese Stadt Duval nicht allzu weit weg zu sein von Triglyph. Und wie ich richtig vermutet hatte, hier in Tales of Exilia 2 finden wir mehrere Städte. Ist das nicht schön? Was für ein Idiot, der so etwas in dieser Stadt versucht. Brat will ihn aufspüren. Wer ist Brat? Tell me. Hey, ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Es läuft eine Wette, die risikofrei, aber profitabel ist. Man muss zuerst 1 Million Gold investieren, aber man erhält sie umgehend zurück. Nicht schlecht, was? Seid ihr dabei? Ich muss mal weg. Und was macht ihr hier? Kanzlerin Marcia würde wegen so einer Geschichte nicht klein beigeben. Dieses Land wird niemals von dem Terrorismus kapitulieren. Das will wohl kein Land so gerne. Ich frage mich, ob Frieden wirklich möglich ist wegen des Terrorismus und so weiter. Wenn wir was dagegen unternehmen schon. Ach, und was ist das denn für eine Ramschbude hier? Ein Kunde, was? Das macht 300 Gold pro Nacht. Na, wie wär's? Nee, danke, lass mal. Ich sehe nicht mal einen Eingang zu deiner Luxusvilla. Aber finde ich cool, dass es hier nicht so wie im ersten Teil so die standardmäßigen Hotels gibt. Sondern auch solche heruntergekommenen Herbergen, möchte ich schon fast sagen. Den Wert des Geldes lernt man schätzen, wenn man selbst hart gearbeitet hat, um es sich zu verdienen. Das gilt auch für das Ausleihen von Geld. Oder vielmehr Geld. Die Währung heißt Geld. Woher weißt du, was Geld ist? Man lernt einfach, wie wichtig es ist. Wie wahr, wie wahr. Okay, aber anscheinend haben wir hier, zumindest in diesem Viertel, nichts mehr zu suchen. Hey. Sorry, I left you holding the bag on that loan. Ist ja nicht deine Schuld. So Jude, you're broke too, huh? I've been researching ways to replace the current Spyrex. I got stumped and the bills piled up. What'll you do now? Head to Canaan. I have to go there. You could come with me. Where? Canaan. It's a place spoken of in fairy tales and ancient spirit legends. They say the spirit that reigns over the cycle of reincarnation dwells there. It's a place full of magic,
and it can grant any wish that you make. No, it's true. Daddy told me so. How come you don't believe me? Perhaps Kanan is more than just a mere fairy tale. According to legends I've encountered, the sage Kresnik traveled to the land of Kanan, wielding the Lance of Will. What? You've got the lance! If the lance really exists, maybe Kanan does as well. But what in the world was that? El, how do we get to Kanan? I don't know. My daddy just told me to get on the train, so I did. A lost little girl. I feel bad for her. Sie ist einsam. Willst du mit uns kommen? Warum willst du nach Kanan? Würde ich zwar auch gerne wissen, wobei wir wissen es ja eigentlich. Deswegen fragen wir sie einfach mal. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen Sympathie zu ihr kriegen und fragen sie einfach, willst du mit uns kommen? Auch wenn sie das wahrscheinlich nicht will. Oder doch? Oh. Julius. Kresnik. Luger, was that really your older brother? Jupp. Ich weiß es nicht, könnt mir sagen. Oder? Das kann nicht Julius gewesen sein. Er hatte auf jeden Fall die Gestalt von Julius. Aber ich glaube auch nicht, dass er es gewesen ist. Das werden wir noch herausfinden. Given the circumstances, let's look for the real Julius. Yeah? Have you tried calling his GHS? Nö, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich bin zu doof. The GHS you are trying to reach is currently unavailable. Please try again. Ja, das war ja klar. Don't look so glum. Maybe he left a message for you back at home. You're gonna come with us to Kanan, aren't you? I am something of a do-gooder. He says you don't smell like one. Well, thank you. Hey, aren't you gonna tell me the kitty's name? Rollo, die rollige Katze. Alright, first things first. Let's catch a train back to Triglav. Another train? Schuldentilgung, ja, das wird natürlich lustig, diesen Vertrag in Höhe von 20.000 Gold abzubezahlen. When I came to, Rado had already finished treating us. I trusted him because he said he worked for Spurius. I had no idea he would be like that. This is my treasure, but we could sell it. What is it? This. If you sell it, we can pay our debts. It's lovely, but it's just a seashell. It isn't worth anything. It took me a whole day to find it. Ach, sie ist süß. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Nur was eine alte Freundin, sie wird das schon regeln. Bin ich mir nicht sicher, ob Nova alleine dazu in der Lage ist. Aber wir sagen ihr einfach mal, sie braucht sich keine Sorgen machen. I am worried. Money's a big deal. If you don't have money, you can't buy food. And they can chase you out of your house. I'm with Elle on this one. We'll try to help you out. Yeah, I'll help. Howdy-hoo, Luger. Anyway, just calling a chat. You know, just a personal phone call. I hadn't seen you in forever, and we didn't even get a chance to catch up, you know? I know things back there got a wee bit awkward, but it was really great to see you again. Don't be a stranger, all right? Toodles! Ja, sie erinnert mich wirklich sehr an Leia. Habt ihr den kleinen... She sure is hyper. That was weird, though. She was on that train with us, and yet, just now, she acted like that didn't even happen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Vielleicht können diese Uhren
die Zeit zurückdrehen. Wäre natürlich irgendwie eine logische Erklärung, Fragezeichen. Aber warum können sich dann Jude und die anderen beiden daran erinnern? Fragen über Fragen, die wir wahrscheinlich während des Let's Plays... Ja. Das sind Fragen, die wir wahrscheinlich noch während des Let's Plays lösen werden. Wir sind jetzt im Stadtzentrum. Ne, wir sind jetzt auf dem Marktplatz. Das ist das Stadtzentrum, wo wir gerade gewesen sind. Oder die Waldfee. Und da hinten ist das Sternsymbol. Da geht es also mit der Hauptquest weiter. Aber wir schauen uns natürlich erstmal noch ein bisschen um und reden mit den Leuten, wie so oft. Ich hörte, dass Exodus den Zug in die Oscorp-Anlage rasen ließ, um damit gegen die Spyris AG zu protestieren, die sie für den Frieden einsetzt. Sie hätten an all den Ärger denken sollen, den sie uns normalen Bürgern damit bescheren. Ja, können sie auch nichts wirklich dafür, wenn diese blöden Terroristen von Exodus hier einfach dazwischen funken. So, Shops haben wir auf jeden Fall hier auch. Ich verstehe, was Exodus erreichen will. Manchmal muss man radikal sein, um zu den folgsamen Bürgern durchzudringen. Ja, aber ganz bestimmt nicht so, alter Mann. Gewalt darf niemals eine Lösung sein. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber es ist mir wieder entfallen. Es stimmt, dass Prat in dieser Stadt für Ordnung sorgt. Gleichzeitig ist die Sicherheit aber auch ein Zeichen dafür, dass wir uns kontrollieren, in gewisser Hinsicht. Ich mache mir manchmal Sorgen um die Zukunft von Duval. Aber der Markt hier sieht doch richtig schön aus, richtig belebt und so. Auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber dem ersten Teil, möchte ich meinen. Kennt ihr die Sven-Family? Familie. Wir sind ja nicht in England hier. Ja, sie sind adlig. Der älteste Sohn hat auf sein Erbe verzichtet und begonnen, ein Geschäft mit einem Rätsel-Mexianer aufzubauen. Er hätte nicht einen Tag an seinem Leben arbeiten müssen, dennoch entschied er sich dafür. Völlig unverständlich. Ein Weltenverbesserer à la Jude. Habt ihr von dem Zugunglück gehört? Ach, ich bin das alles so satt. Verschon mich mit diesem Terrorismus. Die Preise für Gemüse werden in die Höhe schießen. Na, wenn das deine einzige Sorge ist, aber auch verständlich. So, können wir hier etwas kaufen, verkaufen? Könnten wir zwar, aber ich glaube, dazu haben wir noch zu wenig Geld und wir müssen an unsere Schulden denken. Ach, Leute, das wird hart. Und hast du da einen rosa Smiley? Sehe ich das richtig? Hast du etwa eine Quest oder so? Achso, das ist ein Ressourcenratgeber. Okay. Willkommen! Hier sind einige Materialien, die ihr in der Gegend von Dubai finden könnt. Okay. An der Alterswindstraße erdet ihr Dinge wie Landkrabben und fossilierte Muscheln. Achso, sie verrät uns, wo wir welche Materialgegenstände bekommen können. Aber wir können zumindest momentan die Läden noch nicht erweitern. Und warum hast du auch ein rosa Smiley? Also, glaubst du, du hast das Kämpfen jetzt raus? Im Kampf ist es wichtig, die Grundlagen zu meistern und dazu muss man seine Kenntnisse gelegentlich ein wenig auffrischen. Bereit, was zu lernen? Beim nächsten Mal, Leute. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du etwas wiederholen möchtest. Ach, wiederholen? Ne, wiederholen möchte ich nicht. Ich glaube, das kennen wir schon alles zu Genüge. Nein, du Idiot! Terrorismus bedeutet, dass andere töten, Mann, du Arschloch, du! Wegen dieser Terrorismusgeschichte völlig aus dem Häuschen. Was bedeutet Terrorismus überhaupt? Hätte ich da was zu essen? Oh mein Gott. Ja, ich hasse es, kleine Kinder zu synchronisieren. So, ich würde sagen, da hinten haben wir einen Speicherpunkt. Man beachte mal wieder die Distanz zwischen den beiden Speicherpunkten. Auf jeden Fall mehr als nur... Mir fällt das Wort gerade nicht ein, das ich sagen möchte. Kennt ihr das? Ihr wollt ein Wort sagen, aber es fällt euch einfach nicht ein und ihr denkt nach und denkt nach, aber es will euch einfach nicht einfallen. Ich mach mal einen zweiten Speicherstand. Ja, und dann steht ihr ziemlich doof da. Was ich eigentlich ausdrücken wollte, das war's schon wieder mit diesem Part von Let's Play Tales of Exilia 2. Beim nächsten Mal schauen wir uns noch ein bisschen in der Stadt Duval um. Die Stadt der Schatten. Und versuchen eventuell schon irgendwie unsere Schulden ein bisschen abzubauen. Ich bin gespannt, ob es klappen wird. Ob es klappen wird, erfahrt ihr, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin macht's gut und macht euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, sagt euer Killer.